Sitzt bald eine Erdogan-treue Partei im Deutschen Bundestag? Das war die Befürchtung, die in den letzten Tagen und Wochen in vielen, vielen Artikeln und Beiträgen in den deutschen Medien zu lesen war. Und der Grund dafür ist die Gründung einer neuen Partei, die sogenannte DAWA-Partei, die Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch. Und da wurde jetzt wirklich viel drüber geschrieben und drüber gesagt. Es gibt viele Befürchtungen. Und im heutigen Video möchte ich mal einen Blick drauf werfen, was hat es damit auf sich? Was ist denn bisher wirklich passiert? Ich will ein bisschen in die Vergangenheit schauen, um Kontext zu geben für diese Parteienbildung. Und ich will ein bisschen drauf schauen, ob die Panik, die da zum Teil durchgeschwungen ist mit dem Einfluss des türkischen Präsidenten und Millionen Wählern für eine türkische AfD, ob das wirklich gerechtfertigt ist oder ob es vielleicht gar nicht so schlimm ist, wie es gerade dargestellt wird. Und wenn euch solche Themen interessieren, wie jetzt eben zum Beispiel Geopolitik oder die Beziehung zwischen Deutschland und nahöstlichen Ländern wie der Türkei, würde es mich sehr freuen, wenn ihr diesem Kanal ein Abo gebt und schaut euch einfach mal um. Viele Videos zu diesen Themen findet ihr hier schon. Aber genug Eigenwerbung, gehen wir mal ins Thema. Die Partei DAWA wurde im Januar 2024 gegründet und DAWA als Name steht für Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch. Und wenn ihr jetzt schon meint, das ist aber ein bisschen seltsamer Name für eine Partei, nicht ganz falsch, denn es wurde schon von vielen Stellen vermutet, ob dieser Name nicht bewusst doppeldeutig gewählt ist. Weil DAWA ist natürlich eine Abkürzung für diesen Namen, aber DAWA ist auch ein Begriff, der für einiges steht, aber hauptsächlich für die islamische Missionierung. Also praktisch so den Aufruf, dem Islam zu folgen und der Missionierung, dem Näherbringen islamischer Werte und der islamischen Religion unter den sogenannten Ungläubigen. Und die Tatsache, dass diese neue Partei so ähnlich klingt wie die islamische Missionierung, also DAWA und DAWA, das deuten viele Experten als inhaltliche Nähe, als bewusste Doppeldeutigkeit, die eine inhaltliche Nähe zur islamischen Identität widerspiegeln soll. Und wenn wir uns anschauen, für was die Partei nach eigenen Aussagen steht, dann sind das sehr demokratische Werte. Es geht um Antidiskriminierung, auch den Kampf gegen Antisemitismus und vor allem um die Belange, die Migrantinnen und Migranten in Deutschland betreffen. Also wie gesagt, der Kampf gegen Rassismus, Gleichbehandlung, wirtschaftliche Teilhabe und so weiter. Und insofern, da ist nicht wirklich was Verdächtiges zu finden, zumindest in den bisherigen Aussagen gibt man sich auch sehr gemäßigt, man gibt sich wirklich sehr offen. Was von vielen Seiten eher kritischer gesehen wurde, sind die Personalien, also die Leute, die in dieser Partei bisher nach vorne getreten sind und die wichtige Rollen einnehmen sollen bei dieser DAWA-Partei. Und da haben wir mehrere Personen, die eben bisher im Umfeld der türkischen Regierungspartei AKP zu finden sind. Also viele davon haben für Organisationen gearbeitet, die dieser Partei, der auch Staatspräsident Erdogan angehört, die in diesem Dunstkreis sind. Unter anderem der ehemalige Generalsekretär der DİTİB. Die DİTİB, das ist die Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion. Das ist die größte islamisch-sunnitische Organisation in Deutschland und ein Dachverband für viele Gemeinden und Organisationen. Und was bei dieser DİTİB oft als problematisch angesehen wird, ist, dass die DİTİB quasi der deutsche Ableger des türkischen Präsidiums für religiöse Angelegenheiten ist. Und dieses Präsidium, das praktisch so die ganzen religiösen Angelegenheiten bündelt und überwacht, das ist direkt dem türkischen Staatspräsidenten, in diesem Fall Erdogan, unterstellt. Also wir haben praktisch einen Ableger eines Präsidiums, das direkt von Erdogan nicht geleitet wird, aber dass Erdogan hörig ist. Und da sieht man schon, dass diese Nähe zumindest durch die Personalien wirklich gegeben ist zur AKP, zur türkischen Regierungspartei. Und eine vielleicht noch problematischere Personalie ist eine andere Führungsfigur dieser Partei, die zuvor aktiv war in einer NGO, also einer nichtstaatlichen Organisation namens Internationale Humanitäre Hilfsorganisation. Und die wurde 2010 in Deutschland tatsächlich verboten, weil die deutschen Gerichte es als erwiesen ansahen, dass diese IHH, diese Organisation, Gruppen finanziell unterstützt hat, die ihrerseits die Terrororganisation Hamas
im Gazastreifen unterstützt haben. Und darum wurde diese Gruppe verboten, diese IHH. Und der ehemalige Vorstand ist nun eine der wichtigsten Persönlichkeiten in der neu gegründeten Partei, in der Dawa-Partei. Man sieht also, es gibt durchaus Anlass für ein genaueres Hinschauen. Und das wurde in den letzten Tagen und Wochen in der Presse auch oft getan. Aber meiner Meinung nach wurde das manchmal auch ein bisschen zu schrill getan. Also es gab dann irgendwelche Gedankenspiele von wegen, in Deutschland sind bis zu 5,5 Millionen Muslime. Wenn alle Muslime diese neu gegründete Partei wählen würden, dann wäre eine Erdogan-treue Partei im Bundestag und so weiter und so weiter. Und ganz ehrlich, das ist ja vollkommener Blödsinn. Also zu behaupten oder auch nur zu denken, dass alle Menschen in Deutschland mit deutscher Staatsbürgerschaft, die den muslimischen Glauben haben, dass die eine Partei wählen würde, nur weil sie Muslime sind, das ist absolut weltfremd und das ist in etwa so realistisch, als würde man sagen, alle Kirchenmitglieder, die es in Deutschland gibt, müssen automatisch CDU wählen, weil da steht ja christlich drin im Namen. Also relativ absurd. Und vor allem ist es auch noch wichtig zu sehen, dass bei der Dawa-Partei alle wichtigen Funktionäre türkischstämmige sind, türkischstämmige Muslime, was wieder bedeutet, dass es jetzt kein pan-islamischer Anspruch wäre oder zumindest von der Personalie her nicht eine pan-islamische Partei, sondern durchaus eine türkisch-islamische Partei. Und das heißt, dass schon wieder viele Leute als potenzielle Wähler wahrscheinlich eher wegfallen würden. Und selbst wenn man sich anschaut, wie viele Deutsch-Türken es gibt, also ethnische Türken mit deutschem Pass oder Deutsche mit türkischem Hintergrund, wie man es auch nennen möchte, selbst dann kämen wir nicht auf die Anzahl, die reichen würde, damit diese Partei in den Bundestag kommen würde. Selbst wenn, und das ist ein großes Selbst wenn, alle Menschen, alle deutschen Staatsbürger mit Türkei-Hintergrund diese Partei wählen würden. Wollen wir gar nicht davon anfangen, ob wirklich so viele kurdischstämmige Deutsche eine Partei wählen würden, die sehr Erdogan-hörig ist, aber was ich damit sagen möchte, ist, dass so viele von diesen Gedankengängen, was wäre, wenn alle Deutsch-Türken, alle Muslime die Partei wählen, dass das meiner Meinung nach ein bisschen Panikmache ist, weil es einfach unrealistisch ist. Und warum es auch unrealistisch ist, das sehen wir, wenn wir uns einfach mal ein bisschen in die Vergangenheit bewegen. Wenn wir schauen, was es in den letzten Jahren an Parteien gab, bei der ähnliche Befürchtungen groß wurden. Denn die Dawa ist gar nicht die erste Partei, der vorgeworfen wird, dass sie sehr Erdogan-nahe ist. Sie ist tatsächlich die dritte innerhalb von ein paar Jahren. Wir haben die BIG, also das Bündnis für Innovation und Gerechtigkeit. Das wurde um das Jahr 2010 gegründet. Und dann haben wir noch die ADD, die Allianz Deutscher Demokraten. Beides Parteien, die sich praktisch auf die Fahnen geschrieben haben, dass sie die Belange der Deutschen mit Migrationshintergrund vertreten wollen. Bei beiden gab es Meldungen, auch nicht zu Unrecht, dass sie sehr Erdogan-nahe seien. Es gab sogar Plakate mal bei Wahlkämpfen, wo ich glaube die ADD Erdogan auf dem Plakat hatte und praktisch dann aufgerufen haben, so im Sinne von, wenn ihr Erdogan super findet, dann wählt uns. Falls ihr diese beiden Parteien, die BIG und die ADD, noch nichts davon gehört habt, das ist kein Zufall, denn beide Parteien sind relativ bedeutungslos. Also auch wenn man so viel spekulieren kann, wie viele Deutsche mit türkischem Migrationshintergrund es gibt, die Realität bei den Wahlen sieht nicht so aus, als ob die einfach nur automatisch eine Partei wählen würden, nur weil die Erdogan auf dem Plakat klatschen. Beide Parteien bewegen sich im 0, irgendwas Bereich der Wählerstimmen, wenn sie denn überhaupt bei Bundestagswahlen zum Beispiel antreten. Denn auch das ist nicht mal mehr der Fall. Beide Parteien haben so etwa 2000 Mitglieder, aber bei den Wahlergebnissen spielen sie absolut keine Rolle. Die BIG hat eine Handvoll Abgeordneter wirklich auf kommunaler Ebene, also wirklich sehr, sehr niedrig, weit davon entfernt, dass man irgendwie auf Landesebene oder gerade auf Bundesebene irgendwas zu melden hätte. Also, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird und auch die Dawa-Partei wird jetzt, das ist meine Vorhersage, das traue ich mich einfach mal, nicht auf Anhieb Millionen Stimmen bekommen, nur weil sie sich als türkisch-identitäre Stimme bären. Und es ist noch ein eigenes spannendes Thema, das Wahlverhalten der Deutschen mit türkischem Migrationshintergrund. Da könnte man jetzt weit in die Geschichte zurückgehen. Das war traditionell sehr links eigentlich. Die SPD war lange Zeit die Standardpartei für die Deutsch-Türken. Was eben auch damit zu tun hatte, dass viele Deutsch-Türken eben aus der Arbeiterklasse kamen. Und damals, als es nur meistens drei Parteien im Bundestag gab, also SPD, CDU und FDP, da war die SPD eindeutig die gewerkschaftsnahe Partei der Arbeiterklasse.
Jetzt aber, Jahrzehnte später, da sind viele Deutsche mit türkischen Wurzeln oder Hintergrund oder Verwandtschaft, sind schon in der dritten Generation hier. Und das bedeutet auch, dass es nicht mehr so einfach ist zu sagen, ja, alle Deutsch-Türken sind in der Arbeiterklasse. Das hat sich völlig normalisiert und diversifiziert. Man hat Deutsche mit türkischen Wurzeln, die Arbeitgeber sind, arbeitgebernah, die dann eher potenziell FDP wählen würden. Man hat natürlich noch Linke, die dann irgendwie die Linke wählen würden oder die SPD. Man hat auch konservative Deutsch-Türken, die dann CDU wählen würden zum Beispiel. Das hat sich wirklich so gewandelt. Die SPD ist in den meisten Umfragen nach wie vor die stärkste Partei unter den Deutsch-Türken. Aber es ist nicht so, dass nur eine Partei gewählt werden würde. Und das ist auch ganz wichtig, sich in Erinnerung zu holen, wenn man über das Wahlverhalten der Deutsch-Türken in der Türkei liest. Denn dort ist es tatsächlich so, dass überdurchschnittlich viele Deutsch-Türken Erdogan wählen, also die AKP in der Türkei, die ja keine linke Partei ist, wie jetzt die SPD traditionell eigentlich. Hier muss man ganz deutlich sagen, da gibt es wirklich einen Unterschied, wie Türken, also ethnische Türken, türkische Wahlberechtigte, die in Deutschland leben, wie sie in der Türkei wählen, dort wo sie nicht leben, oder wie sie in Deutschland, wo sie leben, wählen würden. Und das ist wichtig in Erinnerung zu holen. Nur weil viele Deutsch-Türken Erdogan für die Türkei wählen, bedeutet das nicht, dass Erdogan-nahe Parteien in Deutschland großen Erfolg hatten in der Vergangenheit. Die mäßigen Wahlerfolge, wenn man sie so nennen möchte, der BIG und der ADD zeigen das sehr deutlich. Und wenn es eine Botschaft gibt, die ihr von hier mitnehmen könnt, dann ist es wahrscheinlich die: keine Panik. Es ist nicht so, dass auf einen Schlag jetzt irgendwie türkischer Nationalismus im deutschen Parlament vertreten wäre. Natürlich, man muss da genau hinschauen, auch wenn es gerade so problematische Personalien gibt, aber man sollte sich jetzt nicht in die Panikmache eingliedern und gleich, am schlimmsten, was man machen könnte, ist, das Ganze irgendwie zu xenophoben, zu antitürkischen Ressentiments führen lassen. Weil das ist dann wirklich etwas, was letztendlich solche Parteien nutzen können. Aber ganz ehrlich, so wie es gerade aussieht, die Partei ist meines Wissens nach noch nicht mal zugelassen für die Europawahlen, geschweige denn für die Bundestagswahlen. Bisher ist es wirklich ein sehr kleines Phänomen und es sieht nicht aus, als würde sich da in wirklich absehbarer Zeit viel ändern. Danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was näher bringen zu diesem Thema, zu diesem wirklich spannenden Thema. Und wenn ihr sonst Ideen habt, was ich in dem nächsten Video behandeln könnte, sagt gerne Bescheid. Ich freue mich über eure Vorschläge. Danke, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.